Kommen zurück zu einem neuen Stream. So. Die Musik wird jetzt ausgeschaltet. Ne? Das hier. Hier einmal rein. Halt, wo ist OBS hin? Da. Passt alles. Sehr schön. So, Daku. Tasche mit Materialien des 9. Grades, was? Eine Tasche mit verschiedenen Materialien. Aufmachen. Given Hyperrechner, okay. Nichts davon ist für mein Inventar. Ja. Da büße ich wieder Angriffskraft ein. Aber ich krieg mein Leben dazu tatsächlich. Das ist das 270er. Das da raus, das rein. So. Belohnung abholen. Ja. Machen wir auch noch. Und gleich anwenden. Warte mal, ich muss hier unten rein in die Höhle. Stimmt, da war ich stehen geblieben. Die Macht ist mit mir. Stimmt, die Kiro steht hier auf Schaden. Ich muss nichts machen. Außerdem ist der wieder greift. So, du warst auf jeden Fall in der Story-Quest weiter als ich. Das weiß ich. Ab jetzt trifft dich mit Leia nach Znarez als Quest. Shadow unter Null? Ja. Ja, die hab ich auch. Du warst doch schon. Ich muss da noch ewig lang hinfahren. Echt? Du warst doch weiter als ich? Das war immer nur eine Scheintäuschung von dir. Nee, ich musste ja, davor mussten wir ja diese komischen Dinger kaputt machen, aktivieren. Da war ich weiter als du, ja, aber dann habe ich auf dich gewartet. Und dann war ja diese Quest. Und bevor ich die angefangen habe, habe ich ja dann den Stream beendet. Ja, aber da war ich noch nie. Ich bin halt schon dahin gefahren und habe jetzt sofort am Eingang gewartet die ganze Zeit. Naja. Warte mal. Mir kommt die Lautstärke hier ein bisschen zu laut vor. Egal. Ich rede ja eh nur, wenn ich nichts mache. Alter. Wenn du gleich hin und her fährst. Ja, so habe ich das einfach genau. Oder das liegt an der Müdigkeit, dass es mir das so laut vorkommt. Was hast du gerade gesagt? So müde kannst du gar nicht sein. Doch. Die Nachts wird 3 Stunden gepennt, heute zu Mittag nur 2 Stunden, weil die bei uns hier hinten der Hausmeister mit 2 Konsorten die Müllecke neu macht. Die haben die Stein. Schönerung, wo die Mülleimer drin waren, komplett abgerissen und machen da jetzt Metallzaun hin. Und die sind nicht gerade leise. Und als Hausmeister hast du ja das Privileg, du darfst auch zur Mittagsruhe laut machen. Und da ist einfach mal die Flex an. Das ist nicht schön. Ist nicht schön. Zerstöre die Imperialen Blaster-Geschütze.
3. Okay. Die stehen alle nebeneinander. Wow. Die kommen gar nicht zum Schießen. Ja. Hab ich. Und jetzt? Apropos, wie viel Money habe ich, ne? 457.000 Vermächtnis. Das ist ja alles geblieben bei mir. Das 300.000, 600.000, 200.000. Reduziert die benötigte Zeit zum Vergeben von Geschenken an Gefährten. Was will ich denn damit? Hä? Ich habe mir einfach alles geholt. Naja, aber ich krieg schon gar keine Geschenke mehr für die. Naja, hier sitzt die Troller. Doch, Geschenke krieg ich immer so noch ein paar. Ich gar nicht mehr. Irgendwie. Ich bin von meiner Ungeduld überwältigt worden und wie ein Padawan hier reingestolpert. Die schweren Geschütze waren eine unerfreuliche Überraschung. So viele Geschütze. Nur für uns? Ich bin gerührt. Ihr habt euch ergeben, Jedi. Ich hoffe, ihr haltet euch an euer Versprechen. Gebt uns nur einen Moment. Ich will nur gerade die Situation erklären. Jetzt habe ich vergessen, mir ernsthaft die Stollen mit herzuholen. Scheiße. Naja. Ich habe wohl eine Menge verpasst. Bitte nur die Kurzfassung. Ich bin in eine Falle gelaufen. Ende. So wie es aussieht, hat der Imperiale auf dem Holo ein größeres Interesse, uns gefangen zu nehmen, als uns zu töten. Verwickelt ihn in ein Gespräch. Vertraut mir. Meine Geduld ist am Ende. Legt eure Waffen nieder oder meine Leute werden euch töten. Sagt euren Männern, sie sollen die Waffen runternehmen. Dann können wir reden. Ich bin sicher, wir kommen zu einer Abmachung. Es wird keine Kompromisse geben. Entweder ihr ergebt euch oder ihr sterbt. Die Soldaten, gegen die ihr kämpft, sind speziell darauf trainiert, Jedi zu töten. Und sie sind in der Überzahl. Ja. Nicht mehr, imperialer Abschaum! Sie haben uns hereingelegt. Tötet sie alle! Hallo? Unten bleiben. Naja. Die sollen Jedis töten können. Drei Hiebe und die fallen um. Ja, gut. Wir sind so schnell wie möglich hergeeilt. Wir mussten auf dem Weg ein paar imperiale Patrouillen angreifen. Aber es war nichts Ernstes. Nichts Ernstes? Private Bunt und Private Edda wissen nicht mal mehr, welcher Tag heute ist. Wir können froh sein, dass wir alle noch leben. Ruhe, Private. Ich toleriere keinen Ungehorsam. Heute ist Mittwoch. Ja, und? Nee, der hat gemeint, ja, die sind so verletzt, die wissen nicht mal, welcher Tag heute ist, deswegen. Ich wollte noch die Sprünge helfen, dass heute Mittwoch ist. Ich mag diesen Sergeant Rusk nicht. Du magst ihn nicht oder du magst ihn? Ich mag ihn überhaupt nicht. Der ist so, wenn einer verletzt am Boden liegt, nimm die Waffe in die Hand und schieß weiter, bis du tot bist. Anstatt denen zu sagen, hier, komm, lass dich verarzten, ruh dich aus, du hast genug gekämpft, wirst du? Es... Ja. Ja, ich mag den nicht, deswegen das ihr da. Ihr werdet Sergeant Rusks Befehle genauestens befolgen. Ihr werdet euch nicht beschweren. Wir werden Sergeant Scheiße, Rusks Befehle genauestens befolgen. Scheiße, für den gemacht. Wir werden uns nicht beschweren. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, dass ihr den Geistestrick bei unseren eigenen Leuten anwendet. Danke, Jedi. Ich nehme das Vertrauensvotum an. Hier, das habe ich bei einem imperialen Major gefunden. Könnte nützlich sein. Das ist das Schiff des Wissenschaftlers.
Und seht mal, was ich unter einem toten imperialen Offizier gefunden habe. Der Rest eurer Einheit ist tot, Imperialer. Fangt an zu reden oder ihr gesellt euch schon bald zu ihnen. Bla bla bla. Ich weiß nichts, ich bin nur ein Computertechniker. Wir werden euch nichts tun, aber je mehr ihr uns helfen könnt, desto mehr können wir euch helfen. Als ich sagte, ich wüsste nichts, war das nicht die ganze Wahrheit. Es war meine Aufgabe, mich in die Datenbanken dieses alten Raumschiffs zu hacken. Aber der weiße Schlund war schneller. Sie haben das ganze Netzwerk mitgehen lassen. Die Piraten haben die Datenbanken des Schiffs gestohlen? Sie haben alles mitgenommen, was wertvoll ist. Aber sie haben die Entschlüsselungsdatei des Computers vergessen. Ohne die können sie die Datenbanken nicht auslesen. Dann nehme ich sie besser an mich. Der weiße Schlund hat ein Lager im Innern eines abgestürzten Schlachtschiffs. Alles, was sie plündern, wird dorthin gebracht. Wenigstens wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Die Piraten sichern ihr Lager mit Strahlenschilden. Wir müssen einen Weg an ihnen vorbeifinden, um an die Datenbanken zu kommen. Die Medis haben das Gebiet des weißen Schlunds erkundet. Sie haben zwei Reaktoren gefunden, die tief unter dem Eis vergraben sind. Sie versorgen die Strahlenschilde garantiert mit Energie. Wenn wir die Reaktoren zerstören, können wir ins Lager der Piraten eindringen. Sergeant Rusk, begebt euch zu diesen Koordinaten und zerstört den Reaktor dort. Mein Jedi-Freund wird den anderen bei diesen Koordinaten zerstören. Kontaktiert mich, wenn euer Trupp Probleme bekommt. Ebenso, Jedi. Ich eskortiere den Gefangenen zum republikanischen Außenposten in der Nähe des Raumschifffriedhofs. Die Medis werden Aufklärungsinformationen über das Schlachtschiff sammeln. Wenn beide Reaktoren der Piraten zerstört sind, treffen wir uns im Außenposten und planen den Angriff. Möge die Macht mit uns sein. Ja, gut. Okay, ich soll den kontaktieren, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Ich bin immer in Schwierigkeiten. Schwierig. Dank. Nö, warte mal. Gletscherspalte. Ich habe mein Haustier doch nicht gerufen. Okay, das bringt gar nichts, das Teleportieren. Da ist noch nichts aufgedeckt. Ja, ich habe mich zum Fahrzeugdingsbums teleportiert und mit dem halt dahin gereist. Oder tue ich gerade? Ja, nee. Wenn, dann will ich es ja auch aufdecken, alles. Positionssache. Deaktiviere den Reaktor. Okay. Hut wird kontrolliert von Schwarzer Orden. Wieso wollte ich jetzt Horde sagen? Das weiß ich nicht. Ich muss... Ach, das ist doch gar nicht weit weg von hier. Das ist eben um den Berg gefahren und fertig. Downtown! So. Ich brauche unbedingt einen Briefkasten. Ich habe schon wieder Post. Gelbe dicke Linie kommen, genau. Was ist das? Höherer Fokus. Man sollte hingucken, wo man hinfährt, Ike.
Was ist das für ein fettes Viech? Eischomper-Mammut. Das sieht geil aus. Oh ne, da gibt's eine Quest und tschüss. Nö, 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 nicht mit mir. Ich fahr grad an einer lilanen Quest vorbei, Darko. Hab ich auch schon tausende liegen lassen. Leutnant Kiral. Okay. Ich habe mindestens drei lila Nebenquests habe ich schon gesehen. Das ist nicht mehr normal. Oh. Ich mache nur noch die Story-Quests jetzt, die Story-relevanten. Ja, genau. Ich dachte eigentlich, das Projekt geht dieses Jahr doch zu Ende. Obwohl, dieses Jahr, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, also wir haben zwar schon Dezember, aber... So oft stream ich aber kein Star Wars mehr. Ich weiß ja nicht mal, Minecraft, wegen dem Projekt, wollen wir damit komplett aufhören. War mit Minecraft? Ich musste gerade kämpfen. Wollen wir da mit dem TWD-Projekt komplett aufhören. Oh je. Ich habe jetzt die oberschlaue Antwort, wenn du soweit bist. Ja, dann brauche ich Schnappschildkröten. selbst in einem anderen Spiel lässt mir das keine Ruhe, dass ich keine von den Viechern finde. Ich habe heute wieder ein paar weitere Mods installiert und habe mir mal angeschaut, wie man so eine Quest macht. Und ich verstehe nur Bahnhof. Ja. Das ist gut. Da verstehst du mehr als ich. Das zieht sich hier ganz schön hin. Ja, wenn man halt fährt, das ist doch schon eine meiner Meinung nach weite Strecke gewesen. Ja, aber dort ist nirgendwo was angezeigt worden, dass ich dort hätte hinkommen können. Ja doch, da war auf der Weltkarte von mir aus gesehen etwas weiter rechts oben so ein Außenpostengleiter. Und da bin ich halt recht hingefahren und hab den kurz mitgenommen. Da rechts oben, ne, der ist bei mir gar nicht, das ist alles unaufgedeckt. Weltkarte, also weil... Bei der Weltkarte war ich. Wie war der da? Kann sein, dass es erst kann ja sein, dass es bei mir erst auftaucht, wenn es aufgedeckt ist. Ja, bei mir war es auch nicht aufgedeckt. Er kann ja auch mit den Karteneinstellungen zusammenhängen, dass du irgendwas anderes eingestellt hast. Was wollte ich jetzt überhaupt? Ja, eigentlich nicht. Ich habe standardgemäß das, was immer eingestellt ist, drin. Ich muss da lang, da runter. Aber... Hä? Okay. So, eigentlich so. Ich hoffe, ich störe dich, Jedi. Wir haben den anderen Reaktor ausgeschaltet, aber General Grain hat mich auf ein Sekundärziel hingewiesen. Der Weiße Schlund hat hier mehrere Waffenlager
Laut Scout-Berichten werden die Waffen zum Schlachtschiff gebracht. General Grain glaubt, dass die Piraten sich verstärken. Er hat mir befohlen, die Waffenlager anzugreifen. Ich dachte, ihr wollt vielleicht dazustoßen. Ich will nicht, dass der Feind bis zum Anschlag bewaffnet ist, wenn wir das Schlachtschiff angreifen. Ich übermittle gerade die Koordinaten. Wenn ihr wenigstens die Hälfte zerstören könnt, kümmern sich meine Leute um den Rest. Wir treffen euch beim Außenposten, wenn die Mission abgeschlossen ist. Sergeant Rask, Ende. Was soll ich jetzt hier machen? Zerstöre die Waffenlager. So, und hier komme ich nicht rein. Okay. Das war's dann jetzt. Ach, Kira macht das schon. Wie? Das ist kein Waffenlager. Ah. Oh. Wie viel soll ich zerstören? Vierer. Jetzt müsste ich da reinkommen. Bleibst du stehen? Nein, du bleibst hier. Komm, Kira. Da ist er. Da lang, dann da lang. Die Macht ist mit mir. Oh, ich habe nur noch 1600 Leben. Ups, ich sollte mich mal heilen. Ich muss da lang. Ja, Kira, super. Ja.
Rache. Ein Jedi. Okay. Hab noch nie einen von euch umgebracht. Ich gehe dann Freund noch mal. An. Ich bin nicht sicher, ob das gut ist. Das sollte interessant werden. So. Ihr wollt mir alle eure Waffen geben und diese Einrichtung verlassen. Ihr habt einen seltsamen Humor. Hey, was macht ihr Idioten? Kommt hierher zurück! Dämliche okay. Hauk. Ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt, aber ich hau nicht ab. Die Anführer vom Weißen Schlund töten Deserteure. Sie sind Gendai. Das Leben interessiert sie. Hä, was hast du denn da gekreuzt? Nicht einmal ihr eigenes. Macht Überredung, dass sie fliehen sollen. Einfach für sie. Schließlich sind sie unzerstörbar. Alle lebenden Dinge müssen sterben. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Die Gendai. Die Bosse können es mit allem aufnehmen. Ich ihr bin Ike. Bei mir merken. Klappt alles. Nur sterbt ihr ja jetzt. Fast gewonnen. Ist. Ihr habt Unterstützung. Ich nicht. Wenigstens muss ich mich da nicht zurückhalten. Ach komm, du bist doch bestimmt hässlich, so wie du dich unter der Maske verstehst. Ich treffe gerade euren Rekordboss. Na, das glaube ich nicht, Kira. Sprich mit Madame Tussaud. Aber wo? Zarek Außenpostengleiter. Der wird mir jetzt angezeigt. Da kann ich mich trotzdem nicht hintippen. Ne, geht nicht. Okay. Mies. Das ist mies. Kira da gerade. Ja. Oh. Das sah lustig aus, wie du auf einmal in der Wand verschwunden ist. Oh, naja, du hast sie zerquetscht. Nein, die ist doch hier. Putz und munter mit ihrer großen Klappe. Also, ich weiß nicht, was du meinst. Das sah so geil aus, wie die auf einmal verschwunden ist. Da geht's hoch. Das wird eine lange Reise. Oh je. Danke. Wilder wandernder Tauntaun. Raumschiff Friedhof. Okay.
Ich bin eurem Raumschiffsfriedhof die begrabenen Toten. Briefkasten. Nee, ich muss das mal mit der Troller quatschen. Jetzt bin ich in die gebrochene Klinge. Crash-Status-Aktualisierung. Wieso schickt man mir Stims? Warum hast du sie nötig? Hä? Ich hab noch nie so ein Ding genommen. Ich heiße nicht Darko. Die verkauft, nicht genommen. Joa. Ich hab sie vor dankend angenommen und hab sie halt für ein bisschen Knete verkauft. Joa. Sagen sie alle. Und dann Beweisvideos, haut sich jetzt nach dem anderen rein, damit alles one-hitted. Naja. Allein Beweisvideo, ich nehme nicht mal irgendwas auf. Gut, mal Zeit. Die Medis berichten, dass die Strahlenschilde der Piraten ausgeschaltet sind. Unser Ziel ist zum Greifen nah. Irgendein Zeichen von Sergeant Rusk oder seinen Leuten? Ich hatte sie eigentlich schon zurückerwartet. Wir haben die Waffenlager des Weißen Schlunds angegriffen. Ich schätze, sie treffen jeden Moment hier ein. Ich fürchte, wir verlangen zu viel von ihnen. Die Leute unter Sergeant Rusks Kommando scheinen unzufrieden zu sein. Jedi, die Zerstörung der Waffenlager der Piraten hat länger gedauert als erwartet. Doch die Mission war ein vollständiger Erfolg. Die Truppstärke liegt noch immer bei 100%. Naja. Wir müssen euch dafür danken, wenn wir das alleine hätten erledigen müssen. Ich helfe, wo ich kann, Private. Das ist ein kompletter Scan des Schlachtschiffs. Die technischen Daten werden zurzeit nur minimal bewacht. Leider liegt dieser Bereich direkt zwischen zwei starken Fronten. Piraten vom Weißen Schlund und imperiale Sturmtrupps. Sie kämpfen um die Kontrolle. Wir lehnen uns einfach zurück und sehen zu, wie sich unsere Feinde gegenseitig ausschalten. Ich fürchte nur, dass eine Seite die Daten stehlen könnte und sich dann zurückzieht. Das können wir nicht zulassen. Ich kann die technischen Daten sichern, wenn ihr mit Sergeant Rusk die feindlichen Truppen beschäftigt. Welcher Gegner wäre euch lieber? Ach, jetzt darf ich mal ausdrücken, gegen wen ich kämpfe. Diese Jedi-Schlechter, die das Imperium geschickt hat, müssen erledigt werden. Ich fürchte, sie sind darauf vorbereitet, einen Jedi wie euch zu töten. Dann überlasst die Piraten vom Weißen Schlund mir. Ich sorge dafür, dass sie euch nicht in die Quere kommen. Hier sind die Koordinaten, bei denen ihr die feindlichen Truppen abfangen könnt. Sobald der Angriff begonnen hat, berge ich die technischen Daten. Seid vorsichtig bei diesen Imperialen. Möge die Macht mit euch sein. Möge Odins Weisheit mich leiten. Ja, ja. So. Hüppalimpalim. Aber wisst ihr, wie angenehm das ist, seit Montag hier am PC zu sitzen? Warum? Was hat sich geändert? Ich kann die Jalousien offen haben, ohne dass mir jemand in die Bude reinlunzt. Gegenüber, die sind ausgezogen auf der anderen Straßenseite. Und ich habe richtig Angst vor der Frau, die dort gewohnt hat. Das war ja ein Pärchen, die ein Kind gekriegt haben. Ich habe richtig Angst vor der Frau gehabt. Die hat immer richtig hier reingestiert. Boah, das war so Angst davor gehabt, dass die da was sieht. Das war schlimm, die hat. Ach so. Die hat auch manchmal. Ich habe ja Utopia auch mit meinen Kindern, wenn ich nicht am PC bin. Da war ich halt auch mal ein bisschen Blödsinn mit den Kiddies. Und die hampelte dann, als ich am Fenster war, in der Ruhe, hampelte die auch so vom Fenster rum. Wo ich mir so denke, hat sie mich jetzt die ganze Zeit beobachtet, wie ich mit meinen Kindern getobt habe? Hat die nichts anderes zu tun, sich um ihr Kind zu kümmern? Das ist genau diese Wohnung, wo jedes Mal, wo ich rübergeguckt habe, wo ich dachte, ich gucke eine Arztpraxis, weil alles steril weiß war. Also, ich bin froh, dass die weg sind. Also, oh, ja. Genau, ne? Da hat man richtig Panik irgendwie bekommen. Man hat sich auch richtig beobachtet gefühlt von der Frau. Das war schlimm. So, ich habe irgendeine Nachricht im Discord bekommen. Guck ich mir jetzt nicht an.
Es ist auch seltsam. Immer wenn ich streame, kriege ich Nachrichten. Warum? Ja, manchmal bin ich das. Das ist jetzt Justin tatsächlich. Der weiß aber, dass du streamst. Ja, klar. Und soll er hier in den Chat schreiben? Wenn er nie wieder unsichtbar gestellt ist im Discord. Das war ja auch schon ein paar Mal der Fall. War er bei sich im VC, hat gequatscht mit Leuten, war aber komplett unsichtbar gestellt. Jeder so, wie er möchte. Ja. Nee, aber wenn ich mit jemandem quatsche oder streame, dann möchte ich mich wenigstens auf Abwesen stellen. Der vergisst das einfach, sich online zu stellen. Das ist der einzige Grund. Das macht er nicht extra, der vergisst das einfach. Ich glaube nicht, dass er es vergisst. Der sitzt so oft am PC. Ja eben, und dann stellt das ein und vergisst es wieder umzustellen, doch. Das Gespräch hatten wir schon mal. Und in meiner Pause werde ich auch nicht antworten. Da werde ich mir meinen Stollen schneiden, den ich mir mit hier herstelle. Weihnachtsstollen? Ja. Gibt's ja, also ich habe jetzt keinen richtigen vom Bäcker geholt, sondern aus dem Discounter. So einen kleinen Mini-Stollen. Davon habe ich 4 Stück hier. Ich wollte Sonntag, wo meine Schwester da ist, da war auf Tischen. Da haben wir aber selbst geplatzte. Alter, was ist los mit mir? Selbstgebackene Plätzchen aufgetischt. Und jetzt habe ich halt noch 4 solche Mini-Stollen hier. Und ich sag mal so, so Mini-Stollen, den esse ich abends, nach dem Abendessen als Nachtisch. Ey, was ein Stollen ist? Dresdner Christstollen? Kennt jeder, aber ich kenn's nicht. Also ich hab's noch nie gegessen, glaube ich. Du kennst keinen Dresdner Weihnachtsstollen oder Christstollen? Na. Was? Aber das heißt bei mir anders. Muss mal erklären, was das ist. Schick ich dir dann. Ich schick dir dann ein Bild bei WhatsApp. Erklären ist ein bisschen scheiße. Da gibt's halt als Marzipan- und Butterausführung. Ja gut, Marzipan mag ich nicht. Damit fängst du schon mal an. Wärst du mein Kind, ich hätte nur Marzipan. Ey, selbst meine Kinder essen das. Aber danach habe ich das Problem, die sind so oft gedreht, die kriege ich abends gar nicht zum Bett. Das war... Man ahnt das, welches Weihnachten. 2018 oder 19? Ja, haben wir halt schön abends Bescherung gemacht, ich, die Kiddies und meine Ex. Und dann habe ich gesagt, na gut, die Kinder haben so viel Lego bekommen, lass die noch ein bisschen wach, ich helfe dir noch die Hälfte aufzubauen, den Rest machen wir am nächsten Tag. Habe ich erst beim Mittleren gemacht und dann beim Großen. Dann hatten wir es irgendwie 23 Uhr oder so. Der Große hat sich natürlich Marzipankugeln reingepfeffert. Der hat nicht mehr gepennt die Nacht. Der war die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag so oft gedreht. Weil Marzipan ist ja pures Zucker. Mit Mandeln. Es gibt's mit und ohne. Und Marzipankugeln sind, glaub ich, ohne Mandeln. Ja, aber Marzipan ist eine Mandel. Ist ein Mandelteig. Ja, genau. Ob das dann jetzt. Das 2 Zutaten besteht daraus, aus Mandeln und Zucker. Wenn dann jetzt noch extra Deko-Mandeln dazu sind, ist das was anderes. Okay. Weil Marzipan besteht aus diesen 2 Zutaten. Das wusste ich tatsächlich. Also, ich mag eigentlich jede einzelne Zutat, kein Problem, aber... Nee, keine Ahnung, warum ich das ja, das ist halt nicht jedermanns Geschmack. Ich hab's von meiner Mutter. Die futtert das auch sau gerne. Wahrscheinlich mögt ihr dafür kein Lakritz. Lakritz ist geil. Ja. Wir haben früher mal Pferdeblut dazu gesagt. Ja, aber Olaf zum Beispiel hat Lakritz gehasst. Der weiß doch nie, was gut ist. Nö, der wohnt einfach unterhalb des Lakritzgürtels. Nee, er weiß einfach nicht, was gut ist. Das ist es. Nee, aber Lakritze, wir haben früher zu meiner Jugend halt immer Pferdeblut dazu gesagt. Und wir haben immer mit den Lakritz-Schlangen so viel Blödsinn gemacht im Unterricht. Ja. Jugenderinnerungen, die man eigentlich ausblenden will. Ja.
Und sind ja schon alle tot. Super, Kira. Ey, da kritze er sich hoch. Zwar nicht in Massen, aber mal so ab und zu, wenn jetzt die Kiddies sich was Süßes holen, so eine, ich sag mal, Haribo-Tüte, wo Lakritze mit drin ist. Meine Kinder essen es ja auch nicht. Da esse ich das. Oh, schon Datacron. Das Einzige, was ich nicht sagen muss, ich glaube, salzige mag ich nur bestimmt so. Salziges ist doch besonders geil, vor allem Salzstangen. Oder Brezel. Ja, aber diese Mischung aus, es gibt ja auch so ein ganz weiches Lakritz. Und ja, ganz klebrig, weiches, matschiges Lakritz. Und das mit Salz, das mag ich irgendwie in Verbindung. Okay. Darko? Ja, vergiss es. Nee, hier ist schon Datacron. Ja, meine ich ja, vergiss es. Ich ignoriere jedes Datacron. Das ist irgendwo da oben, okay. Irgendwie muss man da hochkommen. Ich krieg das hin. Da muss ich kämpfen. Da will ich nicht lang. Ich muss überall kämpfen. Wow. Nein. Hallo? Sind schon alle. So, jetzt kann ich Fähigkeiten mal einsetzen, Kira. Blöde Figur. Da ist ein Fahrstuhl, mit dem kann man hochfahren. Kira, du kämpfst, ich fahr hoch. Hier ist ein Spieler, der heißt Captain X-Ray. Das ist mit seiner Rüstung vor allem eine laufende Kugel. Der hat ein bisschen zu viel Marzipan gefressen. Das ist echt eine Lauf. Wie kann man sich als Spieler so eine laufende Kugel heranzüchten? Du kannst sein schon, dass dein Charakter dick ist. Das ist nicht mehr dick. Das ist außerhalb jeder Skala. Ja, okay, ich sehe ihn gerade nicht. Ich muss bestimmt jetzt da hoch, weil das so lahmarschig ist. Ja, ich sehe es, Datacron. Eine gewisse Person, die ein Projekt gestartet hat in Zehnmal Fetter. Guter Vergleich. Zehnmal Fetter. B-Punkt. Ach so. In noch extremer. Scheiße, wie komme ich denn hier hoch? Oh, das fährt ja auch hoch und runter. Oh. Also da komme ich nicht hoch. Okay. Muss ich von hier aus denn darüber? Das ist doch... Ne, ist nicht so weit weg. Wow. Wow, jetzt hat's mich. Oh, ey. Star Wars. Sag mal. Jetzt. Sag mal, willst du mich verarschen? Kannst du nicht mehr springen? So. Jetzt springt er daneben. Jetzt bin ich oben. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt muss ich warten. Kann sich noch um Jahre dauern, da kann ich aber ganz kurz raustappen. Was will er denn? Super, ach so. Auf die Frage, ob er sonntags streamen darf. Tja. Was mache ich jetzt so lange? Ich muss auf den Container warten. Mein Kaffee ist auch alle. Ich würde abkotzen. Warum? Nichts. Ich spoilere auf jeden Fall nicht. Ich werde abkotzen. Jetzt hier in Star Wars. Ja. Okay. Ja, pass auf, solange die Container noch brauchen müssen. Bei mir sind, mache ich jetzt
mein kurzes Päuschen